plötzliche Arbeitslosigkeit, Krankheit oder ein schwerer Schicksalsschlag. Die Gründe, die in die Armut führen, sind ebenso vielfältig wie die Gesichter, die dahinter stecken. Sie sieht man aber nur selten, denn Armut ist unsichtbar. Darüber reden will kaum jemand. Zu groß ist die Scham über die missliche Lage. Passieren kann es jedem. Aber irgendwo bleibt dann doch noch die Hoffnung, dass sich alles wieder zum Besseren wendet. Wenn wir jetzt an unsere Beratungsstellen denken, an die Sozialberatung, dorthin kommen Menschen immer erst im allerletzten Moment. Wir werden oft gefragt, warum nicht Menschen früher kommen, sondern erst dann, wenn praktisch am nächsten Tag der Strom schon abgedreht wird. Das hat sehr viel mit Scham zu tun. Die Menschen glauben und hoffen, dass sie es alleine schaffen und schaffen es dann doch alleine nicht und kommen halt dadurch erst im allerletzten Moment zu uns, um Hilfe zu bitten. In Salzburg sind 82.000 Personen armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Sie leben in extremer Sparsamkeit und sozialem Rückzug. Besonders betroffen sind ältere Menschen über 50. 16% von ihnen können sich im Monat nicht einmal 15 Euro ersparen. Wenn Menschen von Armut bedroht sind oder von Armut betroffen sind, ist erste Anlaufstelle in der Caritas die Sozialberatung in der Stadt Salzburg bzw. die Caritas-Zentren in den Regionen. Dort erhalten die Menschen nicht nur eine soziale Beratung, sondern auch Soforthilfe, also Unterstützungsleistungen. Und wir versuchen natürlich auch, dass ältere Menschen weiterhin teilhaben können an der Gesellschaft und bieten ihnen die Möglichkeit, im Rahmen der freiwilligen Arbeit sich zu betätigen. Vergangenes Jahr haben fast 1.400 Personen die Sozialberatung der Caritas in Anspruch genommen. Damit Hilfe möglichst rasch und effizient ankommt, braucht es einerseits einen Tabubruch. Niemand sollte sich für seine Lage schämen müssen. Andererseits braucht es mehr Solidarität aus der Bevölkerung. Wer im Rahmen der Inlandskampagne solidarisch zeigt und hier für arme Menschen spendet, ist sicher, dass es für Menschen hier im Inland eingesetzt wird, für Menschen in Armut, für Menschen, die von Altersarmut betroffen sind, aber auch von allen anderen Menschen, die sozusagen hier in Salzburg, im Tiroler Teil der Diözese, wo die Caritas ja auch zuständig ist, dass wir uns einsetzen, dass Not und Armut bekämpft wird. Johannes Dienes fordert konkrete Maßnahmen von der Politik, damit die Schere zwischen Arm und Reich nicht noch größer wird, damit Armut nichts ist, in das man hineingeboren wird. Und die setzen an und sagen, beim Thema Familie, beim Thema Bildung, beim Thema Gesundheit, beim Thema letztlich soziale Angebote, die es gibt und auch sozialen Handlungsfelder. Hier muss etwas passieren in diesen fünf Bereichen, weil sonst wird Gesellschaft, die ja alternd ist und immer älter wird, dazu führen, dass wir sozusagen in noch mehr Menschen von dieser Altersarmut betroffen sind. Dazu gehört auch die finanzielle Grundsicherung durch die bedarfsorientierte Mindestsicherung. Eine Kürzung oder Deckelung der Mindestsicherung, wie es in Oberösterreich bereits umgesetzt wurde, würde nur noch mehr Salzburger in die Armut treiben. Die Maßnahme kann eigentlich nur sein, Mindestsicherung gleich zu halten. Die Menschen in der Mindestsicherung haben im Runde 8,50 Euro pro Tag zum Leben. Das, was wir tun müssen, ist, dass das Gehaltsniveau dieser billigst sozusagen Einkommen, die wir haben, deutlich erhöht und hier der Abstand geschaffen wird. Mit der neuen Inlandskampagne der Caritas »Wir ist größer als ich, Hilfe ist größer als Armut« setzt die Erzdiözese auf den Zusammenhalt der Salzburger und das Engagement Freiwilliger, die für ihre Mitmenschen kochen, ihnen vorlesen oder einfach nur ihre Zeit spenden.